Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind in diesem mysteriösen Dorf, wo wir angeschwemmt wurden, nachdem wir teleportiert wurden. Interessanterweise möchten wir jetzt einen Nebenquest annehmen, den wir auf dem Weg zum Hauptquest gefunden haben. Beziehungsweise er liegt auf dem Weg dorthin. Irgendwo da. Ja, die sind ja alle eingezeichnet. Da ist er doch. Langsam. Ich meine, da hatte ich auch gesagt, das ist ein Nebenquest. Und dann... Dann ist es, dann sind wir über die Brücke geritten und dann wurden wir teleportiert. Ja, ganz komisch war das. Was man natürlich bestimmt auch in einem Speedrun benutzen kann. Bestimmt, weil das dauernd passiert, wenn man drüber reitet. Und nicht nur aus purem... Naja, was man da für Sachen gefunden hat bei so Speedruns, das ist ja ganz interessant, kann man sich mal angucken. Ich habe mir einen zu GTA 3 angeguckt, habe ich schon mal gesagt. Der hat halt immer Türen abgefahren, damit die NPCs die nicht aufmachen müssen und so schneller einsteigen können. Ja. Ja, das ist ja schon... Wenn man... Ja. Grandios, ja, was man da alles macht. Der eine lernt dann in Perfektion Geige spielen, der andere macht sowas. Da möchte ich auch nicht urteilen. Geige spielen. Er hat uns auch ein Level abgeschlagen. Stimmt. Einen Riesenkopf über den Kamin. Was für ein... Ich bitte bescheiden um Vergebung, aber meine Lage ist allzu misslich. Ich bin ein wandernder Jongleur aus dem besetzten Temerien und... Temerien? Sicher? Nicht Novigrad? Warum Novigrad? Ich komme aus Maribor und... Du bist für diese Arbeit nicht geeignet. Dein Gedächtnis ist zu schlecht. Wir haben uns schon getroffen, aber da warst du ein respektabler Kaufmann aus Novigrad, der unbedingt nach Hause wollte. Aber ich versichere dir... Na schön. Du hast mich. Ich weiß, dass das schlecht aussieht, aber ich schwöre, dass ich es dir zurückzahle, Kumpel. Mit Zinsen. Nur... Bring mich bitte nicht zum Jarl. Ich glaube ihm. Was? Er ist ein Ganove. Ich glaube wirklich, das bringt das. Wenn wir ihm sagen, wir vergeben dir. Na gut, das tut uns ja jetzt auch nicht so weh. Ja, richtig. Wenn ich dich anzeige, kriege ich mein Geld bestimmt nicht wieder. Aber versuch nochmal, mich zu betrügen. Dann finde ich dich und... Nein, ich lüge nicht. Außerdem kannst du zum Jarl gehen, wann du willst. Ich erwarte also, dich später zu sehen. Ach, der war uns aber noch feindselig gegenüber. Pass bloß auf. Wir haben das Schwert schon in der Hand. Wir haben 20 Geld erhalten. Ja, das ist die Anzahl. Das war das Mindeste. Wie viel hatten ihm denn gegeben? Ich weiß es nicht. Ich glaube 100. Ach, so viel. So, wir können hier was hinzufügen. Vernichtende Hiebe. So, Chance auf kritische Treffer steigt. Das klingt nicht schlecht. Und der Schaden kritischer Treffer bei starken Angriffen. Ja, das daneben ist. Naja, Verteidigung sind wir eh nicht so gut. Allerdings würden wir Verteidigung maxen, würden wir keinen Schaden mehr bekommen, wenn wir ausweichen. Wenn das immer 20% mehr wird. Ja, ich würde erstmal auf den Schaden gehen. Im Moment... Weichen wir eigentlich relativ gut aus. Oh, wir hatten ja noch einen Fertigkeitspunkt. Wir hatten ja 2 bekommen. Einmal durch den Ort der Macht. Und dann mach's gleich aber nochmal. So, wenn wir jetzt kritten, dann nimm das Pferd hin. Ja gut, dann ging der Nebenquest ja ziemlich schnell und wir können jetzt vielleicht tatsächlich mal den Hauptquest machen. Wir machen immer Hauptquest. Wir machen voll selten Hauptquest. Es gibt keine Nebenquest. Hier ist ja die Nebenquest so storyreich wie manche Spiele. Ja, Spiele ohne Story. Oh. Ah, verdammt. Jetzt sind wir auf die Schwachstelle der Brücke draufgesprungen. Hm. Ja, ich wollte auch gerade anmerken, komm näher, Fremder, dass das vielleicht nicht so gut ist. Ach, ich entsinne mich. Oh. Also. Hier haben wir die Untoten getötet, die Ertrunkenen getötet und dann sind die Leute wieder in die Arbeit gegangen. Das war ein Sägewerk, das genauso aussah. Waren das nicht Moormixer und keine Ertrunkenen? Ach, ich... Ja, stimmt. Also, was sind hier für feine Leute? Niemand. Oh, so verlassene Häuser. Da gibt es immer Schätze. Ja, da brennt eine Fackel. So verlassen würde es nicht sein. Oder vielleicht doch. Warum liegen lauter Äste da drin? Ja, weil es verlassen ist. Ist das Dach noch intakt?
Nee. Nee. Da kommen die Äste also hier. Der letzte Wunsch. So heißt ja auch ein Witcher-Buch im Deutschen. Worum geht's da? Um Geralt. Ja. Ich weiß noch nicht, in welchem Roman zum was geht. Also. Oh, guck mal, das ist aber noch relativ frisch, oder? Mhm. Da liegt übrigens auch ein Menschenskelett. Ah, kommt vor. Zwei. Die hingegen sehen nicht mehr so frisch aus. Die sehen auch gehäutet aus. Ja, die sehen sogar nicht nur gehäutet aus, die sehen komplett ausgenommen aus. Wie sagt man denn, wenn man das skelettiert? Ja. 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 Ja, die sehen ja nicht so natürlich skelettiert aus. Von Insekten oder so, die das hier ganz fein machen. Von eher so, als ob man ein Messer dran gerobelt hätte. Und na, wäre nicht der erste Kannibale, den wir hier treffen. Ich erinnere mich in Teil 1 an den Typ in dem Sumpf. Großväterchen. Ja, der hat auch ganz gerne mal seinen gefressen. Lauf, bis er uns fressen wollte. Da war es vorbei. Ja. Da konnten wir nicht mehr Kühe. Sagen jeder, wie er möchte. Wie du mit die scheiß Kühe ärgern musst. Die haben dir nichts getan. Guck mal, die kann man rum. Ja, so schön die Kühe rumschubsen. Komm schon, Plätze. Zack. Neue Respekt, Markierung. Hexe. Plandar. Respekt, Hexe. Der hat's erkannt. Schneller. Echt cool, wie du mit den Kühen umgehst. Los, den los. Hast du Respekte gelehrt. Wer ist denn der komische Kauz? Komm jetzt. Hast du die Kikimoren getötet? So, oh, das ist ein Anschlagsbrett. Und ein Händler. Wir hatten ja neulich was verkauft, aber nicht alles. Weil das Geld. Heute könnte dein Glückstag sein. Hart verdientes Geld ausgeben, das ist eine Kunst für sich. Lass mich mal sehen. Also, was haben wir denn hier? Ein bisschen Fisch? 5 Sekunden, das ist zu wenig. Was kostet der denn? Frag mal so. 13, ja, als ob. So, die Schwerter waren ja alle schlechter. Und dieses der hat aber Schicksal. Da sind 19 Kälteschaden drauf. Naja, aber... Naja. Ja, meinst du, ne? Oh, der Händler hat voll wenig Geld. Oder war das Schwert zu teuer? Das Schwert war richtig teuer. Also kaufen kosten wird es 2800, irgendwie ja 230 oder so bezahlt. Hm. Ja, aber trotzdem ziemlich wenig Geld. 500 hat er am Anfang. Der andere 2000 oder so. Ja, das war ja auch einer in der Hauptstadt, also nicht hier so. Ja, das stimmt. So, und noch die Puppe hier kostet 2, verdammt. Asche. So. Hier, nimm diese Asche. Ist da. Ihr kauft den Asche. Hier so. Pottasche. Ja. Ja, gut. So, was haben wir denn hier? Mann gesucht. Einen hübschen, unvermählten Mann. Ja, das sind wir in dem Mann. Na. Warum? Alter Krieger schließt sich Beutezugang. Für meine Mitfahrer bezahlen. Hm? Beschluss des Ältestenrats. Wenn jemand eine Stute verleiht und die Stute ein Fohlen wirft, gehört das Fohlen dem Besitzer der Stute. Ah, der Besitzer des Hengstes bekommt einen halben Kübel Milch. Ja, wichtig. Zweiköpfigen Kabeljau gefangen, ein Zeichen der Götter. Ich verlasse das Dorf. Ich musste mal einen Schwur brechen und verlasse nun das Dorf und die Insel. Nehmt euch aus meinem Haus, was ihr wollt. Teilt mein Land und meine Schafe und euch auf. Lebt wohl. Vorsicht vor dem schwarzen Witter. Ja. Ich finde immer noch, wir sollten den einen. Ich hab mich in dir getäuscht. Den hübschen jungen Mann sucht. Ich meine, das trifft genau auf uns zu. So hübsch sind wir aber nicht mit unseren ganzen Narben. Hallo, guck mal, das sind doch so Krieger hier. Sagt er, boah, du bist der Schönste, den ich je gesehen habe. Die nennen uns immer krätzige Missgeburt. Ja, das war ein Novigrad. Abgeschlossen. Verdächtig. Ja, Schlüssel benötigt. Das heißt, du musst es irgendwo geben. Oh, wie hübsch. Ja, kann man nicht meckern. So, wo sind wir denn jetzt hier?
Sobald er kommt ja hier dieser Einschlagsort, der sieht wahrscheinlich aus wie dieser, wo der Meteorit in Russland eingeschlagen ist. Die ganzen Bäume umliegen. Ja, 1910 oder wann das war? Ja. Oder wie manche behaupten, das UFO abgestürzt ist. Ja, das kann man auch so sehen. Oh. Aber ich glaube, es war kein UFO. Sei denn, hat man da Strahlung festgestellt? Kurz Ruhe. Wölfe sind das. Man hört das Knurren. Das ist ganz nett. Dass wenn man dann hier so lauscht, auch wirklich hört. Was da vor sich geht. Ja, es hätte aber auch ein Monster sein können, das knurrt. Oh, hier haben wir doch die Druiden gefunden. Da suchen mich Jennifer. Ja, die ist ja hier. Seite an Seite mit einem Ex. Vielleicht, aber ich habe einen triftigen Grund. Gerald der Eisriese ist schlecht. Mir auch wichtig, das weiß ja, ich sehr das sieht ziemlich gut aus. Und die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt keine Ahnung, gehen? Was passieren kann, wenn der wurde schon öfters benutzt? Benannt. Der kommt auch, glaube ich, öfters vor. Nein, du aber auch nicht. Also keine Panik. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Jennifer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos! Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Die komische Maske, die man nur einmal benutzen kann. Ist das nicht die, die wir geklaut hatten da? Genau, die ist das. Und ich glaube, damit... War das auch Moissachs Labor da? Ja. Okay, daher kenne ich ihn auch. So, wurde sie schon mal benutzt. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn man sie nur einmal benutzen kann. Zwei. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Wir haben krass erlaubt. Ja, nein. Den Stiften nur ein bisschen Unruhe auf der Insel. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Jennifer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Jennifer hat die Maske benutzt! Schnell! Ein Sturm. Verdammt. Oh, oh, die See ein. Sie ist eine Frau der Tat. Ja. Ich meine, wenn man dann diese Maske hat und sie nie benutzt, ist ja auch witzlos, ne? Ja. Oh, ein Kind. Praktisch. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Zufrieden ja. Mit dir.
Vielleicht als wir die Blume für diesen einen Druiden mit seinem Ritual... Das war hier, glaube ich. Ja. Also es war zumindest auch so düster. Ja. Fängt es, spottet. Alles klar. Na toll. Ah, das sind unsere Nemesis-Feinde. Oh, Yennefer macht aber Schaden. Endlich mal eine gute Hilfe. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Ja. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück. Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Nein. Willst du meine Gedanken lesen? Ja. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ja. Ich glaube, ihr Rat und ihre Kompetenz ist dabei schon ganz wichtig. Uns zu unterstützen. Ja, zumindest besser als ganz alleine, ja. Du machst das sowieso, wann immer du willst. Bis jetzt hat's dir nicht geschadet, oder? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Oh, sind denn schon hier mal her? Ja, die wurde doch jetzt schon mal benutzt. Ja. Hätte man zumindest mal so ein Tragegummi dran machen können, dann hält man die beiden Hände frei. Ja, man sieht da dann jetzt nicht anders, ne? Als nur die Arme. Hier ist es. Leg die Maske an. Ja, irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Sagt sie und bleibt erstmal stehen. Ja, sie muss das ja überlegen. Die Wegfindung arbeitet. Bereit? Benutze die Maske. Oh. Geralt. Als ob wir dumm wären. Benutze die Maske. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Schade. Ich weiß, was du denkst. Das ist doch gut. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Die Nettlinge sind, mächtig. Leg die Maske. Ja, obwohl ich mittlerweile glaube, sind sie auch nicht mehr so mächtig, aber sie waren es halt. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Vor allem schreit sie immer so. Hm, ich glaube, der Wind müsste stärker sein. Ja, ist auch Hören kaum. Ja, ich auch nicht, aber wir haben ja halt Umgebungsgeräusche runtergedreht. Und? Ja, richtig. Bereit? Stimme hoch. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus.
Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Also war das bevor Ciri in Velen aufgetaucht war. Sie war ja da verwundet und wurde vom Baron gepflegt. So ergibt das Sinn. Ja. Also sind wir immer noch nicht näher an Ciri dran. Nee, wir wissen jetzt nur mehr zur Vorgeschichte der ganzen Sache. Und jetzt suchen wir den Angreifer. Und dann werden wir wohl irgendwas herausfinden. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Haben wir ja schon. Naja, die waren ja aber schuldig. Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Der ist dir scheißegal, oder? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Die Vision ist ja in die Richtung geflogen. Suche nach einer Leiche. Ja, die Untersuchungen sind ja echt immer nett. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Boah. Können wir ja auch werden für das. Das stimmt. Aber das sind wir leider nicht Biere. Oh, das sieht aus wie von der wilden Jagd. Man kann die töten. Anscheinend. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Geht dich nichts an. In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Lara Dorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann.
Nächster Halt, Hindarsfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Mhm. Wir sehen uns dort. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. So, gibt's denn ordentliche P? Oh, immer ist doch voll nett zu uns. Ja, aber hier hier älteres Blut. Ja, gab nicht so viel Erfahrung. 25. Ja gut, der Quest ist ja noch nicht abgeschlossen, ne? Das nicht. Also, was sind wir denn hier? Ah, wir sind ja hier im Nichts. Brennerei, da waren wir ja schon. Mann, überall. Da waren wir. Da waren wir, glaube ich, auch. Ja, bestimmt schon. Waren wir auf jeden Fall. Gut, bei den Fragezeichen waren wir überall noch nicht. Ja, die Fragezeichen sind aber auch immer noch. So, wo sind die? Da. Aber nicht schnell reisen dahin. Nee. Und das nicht. Ich weiß nicht, dieses Schnellreisen. Ja, aber das Bootfahren ist halt immer extrem langweilig. Da passiert ja nichts. Ja, Bootfahren ist ja nicht. Ist ja nur so ein kleines Stück bis zur Nachtbahninsel. Ja, 1000 Meter. Guck, haben wir schon die Quest gefunden. Ja, ist ja gut. Auge um Auge. Ich sag ja nichts mehr. Ach so. Danke, Weißhaar. Du bist keiner von uns, aber du kämpfst wie einer von uns. Was bringt dich nach Skellige? Lange Geschichte. Ich muss mich hier um etwas kümmern. Wer nicht? Ich zum Beispiel suche nach meiner Schwester. Was ist mit dir geschehen? Sie wurde von Piraten entführt. Aber die kriege ich schon zu packen. Die werden sich noch einscheißen und ihre Mütter verfluchen, sie geboren zu haben. Weißt du denn, wo du suchen musst? Hast du irgendwelche Anhaltspunkte? Bevor diese beiden hier über mich hergefallen sind, haben sie gesagt, dass ihr Kapitän nach Hindarsfjall gesegelt ist und dass Kurisu an Bord war. Hoffentlich findest du sie. Hör mal, wenn du diese Piraten triffst oder Kurisu irgendwo findest, sag ihr, sie soll nach Plandare gehen, nach Hause. Du hast mein Wort drauf. Leb wohl. Ja, siehst du, alles nur, weil wir mit diesem Boot hier fahren wollten. Ja, ist ja gut. Ich wette, die ist sogar auf dieser dämlichen Pirateninsel. Nein, die ist bei Hindarsfjall. Hindarsfjall. Das ist nicht die Insel. Ja, das ist die Insel, wo jetzt auch Yennefer auf uns wartet und die wilde Jagd war. Das passt hier alles zusammen. Ja, alles nur, weil wir Bildchen aber guck fahren mal haben. Genau, wo das ist. Ja, tatsächlich. Ja, hier ist Yennefer. Da müssen wir hin. Ah, es passt. Na, da fahren wir. Oh, erstmal fahren wir zu der Insel mit dem Baum da. Ja, ich dachte halt, das würde uns auf diese komische Pirateninsel führen. Ah, dachte ich auch, ja. Das, weißt du, das ist ja noch diese Tür. Ja, richtig. Aber die Tür ist ja gar keine Tür, sondern einfach nur ein Modell einer Tür. Ja, da war ja die eine, die abgeschlossen war. Naja. Und vielleicht spawnt er ja ein NPC, wenn man die Quest hat, der den Schlüssel hat. Aber eigentlich war es ja immer so, dass wenn man die Quests auch vorher erledigen ja, kann. Ja, das stimmt auch. Das ist aber realistisch. Ah, dann hätten wir nicht gewusst, wo wir Kurisu hätten hinschicken sollen. Hätten sie gefunden. Behalten. Geh weg. Geh irgendwo hin. Geh nach Kaer Morhen hin. Ja, im Zweifel. Oh, das ist ein Kran. Sicher, dass das nicht einfach nur ein Stück Segel ist, also Mast. Möglich. Ja. Ich glaube schon. Ah, das ist eine hübsche Insel. So, was haben wir denn hier? Eine Leiche. Tagebuch, Festgegenstand. Die Beine sind zertrümmert, muss nach dem Unglück verblutet sein. Ach, wie bitter. Tatsächlich kein Kran. Schade, ja, das schade. Hat man schon gesehen, weil das untere Stück halt nicht festgemacht war, sondern einfach lose da liegt. Oh. Das ist kein typischer Kranaufbau. Zwergenschnaps. Also, was haben wir denn hier für Tagebuch? Enthält Zusatzinformationen. Es sind schon 5 Wochen vergangen, seit ich von diesem Prinz Valkridoft aus einem fernen Land angeheuert wurde, um seine Familie sicher nach Beauclair zu geleiten. Zuerst hatte ich lediglich einen Verdacht, aber nun bin ich mir sicher. Unser Schiff wird verfolgt.
Wäre halt echt gut, wenn du nicht halt so rumscrollen würdest. Ja. Wir haben Kurs auf die Küste genommen. Der Kapitän möchte unsere Vorräte in einem kleinen Dorf namens Ursten auffüllen und dann den Ponta hochsegeln. Die Masten des Schiffs, das uns folgt, sind stets im Horizont zu sehen. Das Schlimmste ist geschehen. Wir werden ertrinken. Wir hatten die Küste fast erreicht, als uns auf einmal ein schrecklicher Sturm zurückblies. Die Böe warf unser Schiff gegen die Felsen. Es läuft voll Wasser. Die Ra ist heruntergekracht und hat mir die Beine zertrümmert. Ich weiß nicht, was aus uns wird. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich habe die Erben der königlichen Dynastie enttäuscht, die ich sicher nach Buclair bringen sollte. Die versiegelten Briefe waren in der Truhe, die Seeleute über Bord geworfen haben, als das Schiff zu sinken begann. Wenn sie jemals an Land gespült werden, wenn sie und dieses Tagebuch jemals gefunden werden, sollten sie einer Frau namens Vicky überbracht werden. Sie spricht nicht die einheimische Sprache, aber wenn ihr jemand die Worte Vito Caladrut Alame Hoyer vorliest, weiß sie, was zu tun ist. Hoffentlich hat sie überlebt. Zum Glück segeln sie und das Kind auf einem anderen Schiff. Der Älteste hat darauf bestanden, dass wir uns so aufteilen. Er hatte recht. Ich weiß nicht, wer uns verfolgt. Ich weiß nur, dass ich bald sterben werde. Ach. Seine Pflicht bis zum Ende erfüllt. Ja, wenn ich da im Sterben lege, hätte ich nichts mehr aufgeschrieben. Ich hätte mir nur gedacht, so ein Scheiß. Oh, ich habe gerade hier... Wir müssen das Piratenschiff finden. Wir werden in der nächsten Folge ein Schiff kapern. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und irgendwas müssen wir hier auch... Ja, wir müssen noch den Schatz bergen. Ja, der liegt aber bestimmt hier irgendwo. Ja, das machen wir. Sollten wir dann gleich mal gucken. Ja, das geht ja schnell. In der nächsten Folge. Bis dahin.